Es ist ein Projekt der Superlative. Der Rückbau des 161 Meter hohen Kühlturms vom Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich. Ein ferngesteuerter Roboter beißt sich seit Juni durch die nur 17 cm dicke Betonwand. Es ist auch ein Projekt mit Hindernissen. Die Startschwierigkeiten, bis das System wirklich stabil und zuverlässig und kontinuierlich laufen konnte, waren doch größer, als wir anfangs gedacht haben. Es hat zu Beginn Schwierigkeiten mit dem Antrieb des Abbruchgerätes gegeben. Das hat uns Größenordnung 8 Wochen Verzug eingebracht. Dann hat es immer mal wieder Ausfälle gegeben aufgrund der Witterung, Gewitter, Wind. Ja, es wird also definitiv dieses Jahr nicht mehr zu Ende gebracht werden können. Immerhin ein Trost. Seit Sommer hat der Kühlturm schon rund 16 Meter an Höhe verloren, ist nur noch 145 Meter hoch. Rückblick. Schwierigkeiten gab es auch schon während der Bauphase des Kernkraftwerks in den 70er Jahren. Es hagelte Klagen von Gegnern des umstrittenen Projekts. Trotzdem wurde der Reaktor fertiggestellt. 1988, nach 2 Jahren Probe und gerade mal 100 Tagen Regelbetrieb, wurde Mülheim-Kärlich vom Netz genommen. Nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, Jubel bei den Atomkraftgegnern, 2001 wurde das Kraftwerk endgültig stillgelegt. Ein Jahr später verließen die letzten Brennstäbe Mülheim-Kärlich. Seitdem läuft der Rückbau der gesamten Anlage. Seit gut 3 Monaten nun wird gleich neben dem Kühlturm auch das riesige Maschinenhaus abgerissen. Der Ort, wo einst der Stromerzeuger des Kraftwerks stand, bald Geschichte. Wir müssen hier unterscheiden, einmal den konventionellen Abriss der Gebäudestrukturen, wie wir ihn hier gerade im Hintergrund sehen. Der läuft zügig und der wird auch im Laufe des nächsten Jahres deutliche Fortschritte machen, sodass diese Flächen dann auch anders genutzt werden können. Wann allerdings der Kühlturm von Mülheim-Kärlich 2019 endgültig abgerissen sein wird, dazu wollte sich RWE nicht äußern.